Zieht schnell seine schönen Sachen an. Heute Abend geht er mit Mami und Papi aus wie ein großer Junge. Rosi bleibt mit einem Babysitter zu Hause. Das Restaurant ist voller Menschen. Caillou hält die Hand seines Papas und schaut sich um. Hier ist es ein bisschen dunkel. Caillou sieht keine anderen Kinder. Er ist sehr stolz, unter Erwachsenen zu sein. Schau mal, Caillou, ein Aquarium. Caillou läuft los, um die bunten Fische anzusehen. Oh. Nicht laufen, Caillou. Bitte warte auf uns. Mami, ich kann gar nicht sehen. Caillou setzt sich auf seine Füße. Caillou, bitte setz dich richtig hin, wie ein großer Junge. Genau im richtigen Moment kommt ein Kellner mit einem Kindersitz für Caillou zum Tisch. Was möchtest du essen, Caillou? Lass mich schauen, Mami. Caillou will sich wie ein Erwachsener benehmen und öffnet auch die Speisekarte. Doch in der Speisekarte gibt es keine Bilder und Caillou ist sehr enttäuscht. Caillou wartet geduldig, während Mami seine Lieblingsspaghetti bestellt. Es dauert so lange, bis das Essen kommt. Caillou ist das Warten leid. Er will aufstehen und herumlaufen. Wo gehst du hin? Caillou will nicht mehr sitzen. Möchtest du auf die Toilette gehen? Okay. Caillou entdeckt ein neues Spiel. Er hat Spaß dabei, seine Hände unter dem automatischen Trockner zu trocknen. Nochmal! Caillou läuft zurück zum Waschbecken, um sich nochmal die Hände zu waschen. Okay, aber das ist das letzte Mal. Der Kellner kommt zum Tisch und balanciert alle Teller auf den Händen. Caillou ist sehr beeindruckt. Wow! Mami und Papi machen das nie! Caillou kostet sein Essen und zieht ein Gesicht. Zu Hause schmeckt das nicht so. Caillou, iss wenigstens ein bisschen von deinem Essen. Caillou hat jetzt keinen Hunger mehr. Er will lieber unter dem Tisch spielen. Wo ist mein Caillou? Caillou springt unter dem Tisch hervor. Hier bin ich. Caillou, du solltest auf deinem Sessel sitzen bleiben. Ich will aber nicht mehr sitzen. Ich will nach Hause. Genau da kommt der Kellner mit einer fabelhaften Nachspeise zum Tisch. Caillou vergisst sofort, dass er heimgehen wollte. Yay! Ich hab Hunger. Caillou ist glücklich, mit Mami und Papi im Restaurant zu essen. Er fühlt sich wie ein richtig großer Junge. Heute geht Caillou das erste Mal zum Zahnarzt.
beeil dich, Caillou. Wir wollen nicht zu spät kommen. Caillou antwortet nicht. Wo ist er denn hin? Mami findet Caillou im Badezimmer. Caillou, du hast dir doch heute Morgen schon die Zähne geputzt. Sehen sie schön aus, Mami? Ja, Caillou, sie sind wunderschön. Und jetzt komm, es ist Zeit zu gehen. Caillou und Mami sitzen beim Zahnarzt im Wartezimmer. Caillou hält seinen Teddy ganz fest. Doch da hört er ein seltsames, surrendes Geräusch. Teddy, du kommst mit mir zum Zahnarzt, okay? Eine Frau mit einem freundlichen Lächeln kommt zu Caillou. Hallo Caillou, ich bin Linda. Wenn du mitkommst, zeige ich dir und deinem Teddy, wie man sich am besten die Zähne putzt. Caillou und Mami folgen Linda in einen kleinen Raum. In der Mitte steht ein großer Stuhl mit einer großen, lustigen Lampe darüber. Setz dich, Caillou. Darf Teddy auch sitzen? Ja, natürlich. Caillou und Teddy sitzen im Zahnarztstuhl. Linda zeigt Caillou, wie der Stuhl rauf und runter fahren kann. Linda kippt den Stuhl nach hinten, damit sich Caillou hinlegen kann. Aber Caillou bleibt kerzengerade sitzen. Lehn dich zurück, Caillou. Dann kann ich deine Zähne besser sehen. Linda zeigt Caillou den kleinen Spiegel, mit dem man die Zähne hinten im Mund sehen kann. Sie schaltet die elektrische Zahnbürste ein, die sich schnell dreht. Ach, das war das komische Geräusch vorher. Nun lassen wir deine Zähne wie kleine Sterne funkeln. Okay. Caillou sieht zuerst nach, ob Mami immer noch da ist. Ja, Mami ist gleich hinter ihm. Linda putzt Caillous Zähne. Dann kommt der Zahnarzt für die Kontrolle herein. Hallo Caillou, ich bin Dr. Josef. Wow, du hast sehr schöne Zähne. Putzt du sie jeden Tag? Heute früh sogar zweimal. Zum Schluss gibt Linda ihm eine neue Zahnbürste, die er mit nach Hause nehmen kann. Und du kannst dir zwei Überraschungen aus der Schachtel aussuchen. Zwei? Caillou begutachtet die Dinge in der Schachtel. Er entscheidet sich für eine Lupe und einen Ring. Die Lupe ist für mich. Der Ring ist für meine Mami. Auf Wiedersehen, Caillou. Tschüss. Das war ein besonderer Tag für Caillou. Er war heute das erste Mal beim Zahnarzt. Caillou am Markt. Guten Morgen, Schlafmütze. Aber Caillou möchte nicht aufstehen. Schau nur, es schneit. Caillou läuft zum Fenster und sieht hinaus. Wow! Können wir einen Schneemann bauen? Komm, zieh dich erst an, dann sehen wir weiter. Caillou versucht, Müsli aus der Schachtel zu schütteln, aber sie ist leer. Es gibt kein Müsli mehr. Wir werden es auf dem Markt besorgen. Wir müssen auch Sachen für einen Überraschungskuchen kaufen. Einen Kuchen? Juhu! Caillou zieht seinen Mantel und seine Schuhe an. Er nimmt Gilbert hoch, um zu sehen, ob er auch zum Markt mitkommen möchte.
Gilbert, wo läufst du hin? Dumme Katze. Draußen kitzeln die Schneeflocken sein Gesicht. Er streckt seine Zunge heraus und versucht, welche zu fangen. Können wir einen Schneemann bauen? Ja, Caillou. Aber zuerst müssen wir zum Markt. Im Markt setzt die Mutter Rosi in den Kindersitz des Einkaufswagens. Ich will auch im Einkaufswagen mitfahren, Mami. Los geht's. Wir haben eine Menge einzukaufen. Caillou und Rosi helfen der Mutter, die Dinge zu finden, die sie braucht. Caillou nimmt eine Schachtel Kekse aus dem Regal. Die sind gut. Wir werden einen Überraschungskuchen haben. Da brauchen wir nicht auch noch Kekse. Caillou möchte die Kekse wirklich gerne haben, aber er stellt sie zurück. An der Kasse hilft die Mutter Caillou und Rosi aus dem Wagen. Caillou, bitte pass mir auf Rosi auf. Caillou nimmt Rosis Hand. Aber er denkt an die Kekse. Er lässt Rosis Hand los, um die Kekse zu holen. Caillou? Caillou geht die Gänge auf und ab, um die Kekse zu suchen. Plötzlich bleibt er stehen und sieht sich um. Er kann Mami nicht sehen. Mami? Wo bist du? Mami! Da ist sie ja. Mami sieht besorgt aus. Was ist denn passiert, Caillou? Du bist weggegangen. Du bist weggegangen. Sie drückt ihn ganz fest an sich. Aber ich bin so froh, dass wir dich wiedergefunden haben. Komm, lass uns nach Hause gehen. Mami, ich habe mich verlaufen. Ich weiß, Caillou. Aber jetzt bist du ja zu Hause und nun wollen wir den Überraschungskuchen machen. Aber wir wollten doch einen Schneemann bauen. Wir werden einen Schneemann bauen. Hier in der Küche. Mami bäckt einen Kuchen und überzieht ihn mit einer schneeweißen Glasur. Caillou und Rosi verzieren ihn mit Bonbons. Der Überraschungskuchen ist ein Überraschungsschneemann.